In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete: Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wenn wir uns in diesem Evangelium orientieren wollen, zurechtfinden wollen, dann sollten wir immer darüber nachdenken, wo ist mein persönlicher Platz in diesem Evangelium? Es ist ja nicht eine Begebenheit aus Jahrhunderten her, sondern das Evangelium gilt jetzt. Es wird uns heute verkündet, damit das Evangelium an uns, an mir, an uns allen geschieht. Wo ist mein Platz in diesem Evangelium? Im Grunde genommen haben wir das schon gemeinsam verraten. Am Beginn des Gottesdienstes. Wenn auch heute, nachdem der Chor von Altenkessel heute bei uns zu Gast ist und einige Sachen in Kirchenslawisch singt, in einem anderen Sprachgewand. Wir haben am Beginn des Gottesdienstes, der Chor hat uns dafür die Stimme gegeben, Gospodi pomilui gesungen. Kyrie eleison kennen wir besser. Herr, erbarme dich. Es gibt eigentlich keinen kirchlichen Vollzug, es gibt nicht einen einzigen offiziellen Gottesdienst, wo dieser Ruf nicht einen Platz hätte und seine Berechtigung. Und damit haben wir schon uns demaskiert, wenn man so will, wer wir sind. Wir sind Bartimäus. Wir sind dieser blinde Bettler, der am Straßenrand dieser Weltgeschichte sitzt, der keinen Durchblick hat, der nicht weiß, wo es lang geht. So haben wir uns nicht nur als Einzelne, sondern als Kirche zu erkennen gegeben. Und wenn uns heute dieses Evangelium geschenkt wird, gerade heute, nach all den letzten Wochen und Monaten und dem, was vor uns liegt, nachdem so oft diskutiert wird, dass die Kirche anderen immer sagt, wo es lang zu gehen hat, was sicher nicht ganz falsch ist, aber immer erst im zweiten oder dritten Schritt. Zuerst findet sich die Kirche, wie dieser blinde Bartimäus, am Straßenrand sitzend. Sie hat nichts, sie weiß nichts, sie kann nichts und sie sieht nichts. Sie ist gehalten, wie sie das bei jedem Gottesdienst tut, zu rufen: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Kyrie eleison. Es ist das kürzeste Gebet, das wir sprechen können. Wie es gerade in der Tradition der Ostkirche ja zu dem Jesusgebet geworden ist. Ich habe nichts. Ich kann nichts. Ich weiß nichts. Ich bin blind. Das ist nicht eine Form von Masochismus, sich selber zu quälen oder nicht die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen, darum geht es nicht. Das Evangelium ist in der Regel wenig Psychologie, wie wir das heute gleich einsortieren und sagen, ach wie schrecklich, da kommen halt diesen ganzen katholischen Duckmäuser kommen da am Schluss heraus, wenn man das so betet. Das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist, wie immer, den entscheidenden Blick auf Christus zu richten. Denn in diesem Selbstbekenntnis liegt zugleich ein Bekenntnis Christi. Bartimäus hat das kapiert. Wenn der mir nicht hilft,
dann werde ich auch weiterhin nichts sehen, nichts wissen und nichts haben. Aber dort am Rand sitzend, während eine große Masse an ihm vorbeizieht, wir haben das gehört, er lässt sich nicht kleinkriegen, er schreit umso lauter. Auch wenn es genügend Stimmen gibt, auf die kommen wir gleich noch, die sagen, halt's Maul, du störst hier nur. Wir haben hier so eine schöne Prozession mit unserem Jesus. Wir fühlen uns mit dem ganz wohl. Du hältst jetzt die Klappe. Du machst uns das hier nicht kaputt. Hab Erbarmen mit mir, ruft er noch lauter. Wir, liebe Schwestern und Brüder, sind Bartimäus. Als Einzelne wie als Kirche. Und wir müssen jeden Tag neu lernen, indem wir dieses kleine Gebet sprechen, entweder das miteinander singen oder sprechen oder für uns einzeln. Dass wir keinen Durchblick haben in unserem Leben, dass es keine Perspektive gibt für uns als getaufte Christen, wenn wir nicht alles von ihm abhängig machen. Wenn er uns nicht durch sein Wort und durch sein Beispiel hilft, einen Weg zu finden in unserem Leben, dann ist alles umsonst. Das heißt Nachfolge. Der Evangelist Markus sagt es sehr schön am Ende. Er konnte wieder sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Was anderes wollen wir eigentlich tun? Wir sitzen am Rand unserer Gesellschaft, auch wenn das noch nicht alle verstanden haben in der Kirche. Wir sitzen vollkommen am Rand. Und wir können noch so viele Aktienpakete haben, gestapelt irgendwo in Computern der Generalvikariat und der Deutschen Bank oder irgendwo offshore. Mag alles sein, ist alles nichts. Nichts. Wir werden nur vom Rand her unseren Weg wiederfinden, auch in dieser Gesellschaft, wenn wir nicht die Aktienkurse verfolgen. Oder vielleicht im Kleineren, das gibt es ja nicht nur bei den Bistümern, das gibt es ja in Pfarreien auch, oder auch bei einzelnen Christen soll es das geben. Sondern wenn wir uns selber in dieser Situation erkennen und neu zu rufen beginnen. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Ich möchte wieder sehen können. Ich möchte wieder eine Perspektive haben. Ich möchte einen Weg vor mir erkennen können. Ich möchte wieder leben. Das geht nur mit ihm. Aber ich will noch ein zweites Beispiel anfügen, wo wir uns möglicherweise auch in diesem Evangelium finden. Es ist eben schon angeklungen. Vielleicht gehören wir auch zu dieser Hals-Maul-Truppe. Da kommt plötzlich einer an und glaubt. Also ich meine, bitteschön, das ist ein starkes Stück. Ich meine, so glauben als Sonntagsgottesdienst, okay, wir feiern auch Weihnachten, wir stimmen uns jetzt schon ein, indem wir die Adventsplätzchen essen, das ist alles ganz schön. Also wir schauen, dass wir dieses kulturelle Gefüge ein bisschen bedienen und aufrechterhalten. Aber jetzt glauben, wirklich was auf diese Karte setzen, was riskieren, Gesicht zeigen und das auch noch laut sagen, in dieser Gesellschaft. Plötzlich anfangen, von Jesus zu reden. Also jetzt wollen wir doch mal kleine Brötchen backen. Also nicht zu laut. Das stört ja einige. Die fühlen sich da nicht wohl. Oh Gott, wie schrecklich. Also lieber still sein. Halt's Maul, heißt es dann. Sonst kriegst du eine drauf, heißt es dann im zweiten Satz. Und viele erleben das auch. Ich will Ihnen ein aktuelles Beispiel erzählen. Und zwar finde ich es deshalb gut, weil ich selber skeptisch bin. Es gibt, ausgehend vom Gebetshaus in Augsburg, einen Aufruf zur Mission in unserem Land. Da hat sich auch ein Bischof angeschlossen, also ziemlich breit wird das diskutiert. Ich bin selber noch nicht sicher, ob ich über diese Brücke gehen kann, weil ich habe viele Anfragen, aber um die geht es ja jetzt nicht. Aber immerhin muss man sagen, nach Jahrzehnten von Erstarrung geschieht einmal etwas in unserem Land. Es geschieht etwas Geistliches. Es ist ein kleines Wunder. Und dann erleben wir jetzt in den letzten Wochen, wie eine Hyänenschar von Theologen mit Büchern, das ist alles wissenschaftlich, über diesen Ansatz herfällt. Sowas habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt.
Halt's Maul, Bartimäus. Das ist genau die Reaktion. Und zwar nicht von außerhalb, nicht von einer verunsicherten Gesellschaft, die gar nicht mehr weiß, ob sie glauben soll, sondern von innen her in der Kirche. Sogenannte namhafte Theologen, die sich jetzt die Finger wundschreiben, weil sich da irgendetwas in unserem Land bewegt, hin zu diesem Ruf des Bartimäus, hin auf diese Karte Jesus Christus zu setzen. Das ist aber politisch nicht korrekt. Das stört unsere Kreise, wie wir das so schön machen an den theologischen Fakultäten, die immer mehr ausbluten, da gibt es ja gar keine Leute mehr, kaum noch, die alle vor sich hingähnen, aber die Professoren kriegen ihr Gehalt und gelten dann als große Wissenschaftler. Eine Lachnummer ist das, liebe Schwestern und Brüder. Und Sie könnten vielleicht aus Ihrem persönlichen Bereich viele Sachen anfügen. Es geht nicht darum, Lärm zu machen, auch wenn der Papst die jungen Leute immer wieder dazu auffordert. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Es geht darum, sich demütig in diese Position des Bartimäus hineinzufinden. Und vielleicht müssen wir uns in diese Situation auch hineinknien. Man muss diese Situation vielleicht zuerst auch erleiden, um an diesem Punkt am Rand der Gesellschaft, wie damals am Rand von Jericho, während die Massen an uns vorbeiziehen, zu rufen: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und davon alles zu erwarten. Und wenn der Erste kommt und sagt, halt's Maul, wieder zu rufen. Und zwar lauter als zuvor. Dann stellen wir manchmal fest, dass die vorher gesagt haben, halt's Maul, plötzlich sagen, geh nur, er ruft dich. Auch das steht im Evangelium. Und wir werden die Erfahrung machen dürfen, dass uns eine Perspektive, Licht, dass uns das Sehen geschenkt wird, Erkenntnis. Diese Begriffe sind die ältesten Namen für das, was wir christliches Glauben nennen. Die alte Kirche hat das immer so genannt. Und so ist es auch. Menschen, die sich wirklich darauf verlassen, finden in Jesus Christus, in seinem Wort und in der Gemeinschaft derer, die diesem Wort vertrauen und ihm als Person glauben, einen Weg, Licht, Perspektive, das Leben selbst.